Ja, liebe Zuschauer, wir hatten Ihnen ja gestern schon versprochen, dass wir Sie mitnehmen auf eine Entdeckungstour rund um den Starnberger See, sprich das Fünfseenland. Und neben mir steht Klaus Götzl, er ist der Geschäftsführer von Starnberger Tourismusverband und dem Fünfseenland. Klaus, Fünfseen, was verbirgt sich dahinter? Aber nicht Ost- und Nordsee? Nein, das sind unsere bayerischen Seen, der zweitgrößte bayerische See, der Starnberger See, der Ammersee, der Wörthsee, der Pilsensee und der Wesslinger See. Das ist das Starnberger Fünfseenland. Kann der Besucher, wenn er kommt, kann er das alles in einer Woche schaffen? Alles nicht, aber er kann zumindest einmal einen groben Überblick über diese fünf Seen bekommen. Ja, sie sind alle mit sehr gut vernetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man ist gut angebunden nach München, wenn man von München aus das machen möchte und ist natürlich hier bei uns auch mit dem Radl gut unterwegs und mit Bus und S-Bahn. Genau, wir stehen jetzt vom Starnberger See, direkt hinter uns ist er ja. Man kann aber auch eine schöne Schiffstour machen. Kann man die alle auch mit dem Schiff oder muss man sagen, nee, also es geht doch noch nicht so ganz? Also Schifffahrt gibt es am Starnberger See und am Ammersee. Da kann man dreistündige Rundfahrten machen, einstündige Rundfahrten machen. Die anderen Seen, Wesslinger See, Wörthsee und der Pilsensee, ja, da kann man mit dem Ruderboot dann sich selber betätigen. Aber also so vom... Genau, also selber sportlich werden, aber wenn man den See oder auch die Umgebung der Seen genießen möchte, dann muss man das am Starnberger See und Ammersee machen. Wenn man jetzt in Starnberg ankommt und sagt, naja, ich will jetzt erstmal ab morgen die ganzen Seen besuchen, was darf er dann kurz in Starnberg sehen? Was gibt's ganz wichtig? Also wir bieten Stadtführungen an hier und was er auf alle Fälle anschauen muss, ist, er soll schon mal zum Seeufer runtergehen. Seepromenade, da ist einiges zu sehen, das Museum Starnberger See, das wir auch noch vorstellen werden. Dann die, ja, die zwei Sehenswürdigkeiten die zwei Merkmale der Stadt. Das ist jetzt die Kirche St. Josef und das Schloss. Im Schloss sind leider die Raubritter drin, das Finanzamt, sage ich immer. Ja. Also die haben sich den schönsten Platz der Stadt ausgesucht, ja, oder? Ja, das ist jetzt nicht despektierlich, ich meine, das ist einfach, es ist so, man sagt das hier im Volksmund so, die haben dort ihr Finanzamt, jeder Starnberger muss da wahrscheinlich einmal im Jahr rauf. Und es gibt einen wunderschönen Schlossgarten dort oben, wo man einen tollen Blick hat über den Starnberger See. Sollte man, also wenn man hier ist, auf alle Fälle raufgehen und den Blick genießen. Und da ist gleich in der Nachbarschaft ist eben dann die Josefskirche mit einem Ignaz-Günther-Altar, einem holzgeschnitzten Altar. Also ist auf alle Fälle sehenswert. Genau. Also wenn Sie nach Starnberg kommen, dann gehen Sie erstmal aufs Schloss, lassen sich Ihr Urlaubsgeld wiedergeben vom Finanzamt. Und dann gehen Sie runter zur Touristinformation in der Hauptstraße 1. Finden Sie, können Sie auch nicht verfehlen. Und dort holen Sie sich alle Informationen und dann genießen Sie Ihre Woche Urlaub oder zwei Wochen Urlaub hier am Starnberger See, besuchen alle Seen und dann werden Sie wahrscheinlich genauso wie wir sagen, ich glaube, ich muss wiederkommen, ich habe noch nicht alles gesehen, weil es gibt so viel und wir nehmen Sie heute mit und wir fangen gleich an mit dem Museum am Starnberger See und was sich dahinter verbirgt, das erklärt uns gleich die Museumsleiterin, die jetzt gleich zu uns kommt und dann werden wir mal hören, was sie uns alles so Schönes zu erzählen hat.